Guten Abend, willkommen hier aus der Stierkampf-Arena aus Halle an der Saale zum Spiel Saale Bulls gegen die Füchse Duisburg. Guten Abend, Stierkampf-Arena von hier oben und guten Abend, Saltan. Hallo Marc. Man hat uns gesagt, wir haben hier neue Lampen und wir sehen ab sofort noch besser aus im TV. Es scheint heute schnell loszugehen. Eis ist gut angetrocknet. Die Hauptschiedsrichter haben alles freigegeben. Tore Weihrauch für die Saale Bulls am Bulli. Bulli geht nach Duisburg oder an Duisburg. So weit war es da doch nicht, dass es bis nach Duisburg gegangen ist. Auch nochmal gesagt hat, was ihre Interpretation ist, als auch die Regelauslegung. Und natürlich, jetzt haben wir nochmal hier die Chance vor dem Tor von Niklas Lunemann. Den nimmt er weg. Ja, das ist jetzt die Spielweise, die mir besonders gut gefällt. Klare Aktion zum Tor. Jetzt haben wir 3:10 gesehen. Und alles, was aufs Tor gehen kann, kommt aufs Tor, gefällt mir gut, hat mir jetzt persönlich, ich sag's extra nochmal dazu, persönlich nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Dritte in, weiß nicht, in 17 Minuten vorbeigegangen ist. Also ich glaube auch, das ist vielleicht das schnellste erste Drittel, was wir hier jemals erlebt haben. Jetzt mit einer Riesenchance noch und dem Tor, sehr schön Tor für Duisburg. Duisburg. Aber Schwierigkeiten im Aufbau wieder. Ja. Man hat die Scheibe, dann muss man eben auch das Fingerspitzengefühl haben als hallisches Team, wann man mal eine Scheibe über die Bande rausgibt. Schönes Tor. Zack, zack. Also schön rausgespielt. Soll dem Ganzen hier nicht die Stimmung verderben. Hat Duisburg einfach gut gemacht. Und jetzt Halle noch mit 10 Sekunden Überzahl, 25 Sekunden in dem Drittel. Nochmal die Chance kontrolliert ins gegnerische Drittel zu kommen. Drittelpause, Interview, spannendes erstes Drittel, wir freuen uns auf mehr. Lukas Walasek ist wieder da, schön dich wieder zu sehen. Das ist schweißtreibend, das war ein Hochgeschwindigkeitsdrittel gegen Duisburg, deine Meinung? Ja, wir spielen schnell, aber wir spielen nicht schlau und von unserer Seite muss ein bisschen mehr kommen. Von der Taktik her, die Pässe kommen nicht an, also da muss ein bisschen mehr kommen von uns. Welche Lücke müsst ihr knacken, was denkst du bei Duisburg? Also ich glaube, bei denen ist die Verteidigung der Schwachpunkt. Deswegen müssen wir ein bisschen mehr im Drittel arbeiten, die Scheibe laufen lassen und dann wird es schon klappen. Aber so weit machen wir das nicht. Deswegen einfach Scheibe laufen lassen und dann zum Tor einfache Tore schießen. Lukas, danke. Gute Pause. Bulli, Walasek, Weihrauch in der Mitte, Vihawainen auf links und Gauch und Sturm für die Saale Bulls. Bulli gewinnt wieder nach Duisburg. Ganz scharfes Spiel ins Drittel. Muss Timo Herden ordentlich arbeiten, die Scheibe unter Kontrolle zu bekommen. Und gleich wieder geht's aufs Tor der Hallenser. Auch wenn der Schuss etwas verunglückt ist von Kohut. Ist die Marschlinie weiterhin klar. Das war ein vielleicht schwerwiegender Puckverlust. Aber darf so nicht passieren, sichere Scheibe im Aufbau, im eigenen Slot zu verlieren. Also immer noch. Haben die das auch gesungen? Das sind die Klassiker unserer Zeit. Everybody. So. Das. Ui. Das gibt dann keinen Foul in der Regel. Nein. Aber sie ärgern sich sicherlich. Fußball habe ich es, glaube ich, einmal gesehen. Ich glaube,
ich glaube, Lehmann war es, einen eigenen Spieler so angegangen ist, dass er eine gelbe Karte vom Schiedsrichter bekommen hat. Wir müssen sofort in Junkie hineinfragen, ob es möglich ist, laut Durchführungsbestimmungen, dass... Ja, das kann möglich, ich ohne Junkie sagen. Unsportliches Verhalten kann auch gegen das eigene Team sein, kann auch der Trainer bekommen. Gerade auch im Nachwuchsbereich, wenn es physisch wird oder die Ausfälle zu groß werden. Ja, aber die... Also was ein Haken klassisches oder so? Foul wie Haken geht gegen das eigene Team meines Erachtens nicht. Behinderung gibt es jetzt. Aber es gibt Strafen, die auch gegen das eigene Team oder untereinander gepfiffen werden können. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um das, was hier auf dem Eis passiert. Ja, wieder ein Aufbau. Bringt sich Sergi Stas in Schwierigkeiten. Ah, naja, nee. Es ist sorry. Nach der Zeitlupe. Er verliert die Scheibe. Bewerte du mal und ich mach's mal in der Halle. Ja, also natürlich ist die Strafe gegeben und alles schön, aber das gehört da einfach dazu und ist auch nicht so despektierlich behandelt wie bei uns, wo man sagt, das ist respektlos, das ist unsportlich. Oh nein. Ja, das war jetzt absehbar. Ja. Ganz kleiner Fehler. Aber weil eben alles aufs Tor geht, irgendwann, das ist diese Statistik, von der ich immer spreche, viele Toraktionen führen zu Toren. Vielleicht sogar eine Situation, wo es nochmal eine Auszeit von Halle geben wird. Der geht gegen das Tor, der rutscht Timo Herden einfach durch. Aber eben auch der Spieler, der in den Slot läuft, überhaupt ohne Gegenwehr. Das versucht es im 1 gegen 1. War eine gute Bewegung, aber auch gut reagiert von Linus. Auch richtig, dass hier der Schuss genommen wird. War viel los vom gegnerischen Tor. Die konsequente Befreiung wieder von Duisburg. Also sehr gutes Spiel der Füchse hier. Mark Heatley im Interview. Wir hören uns zum dritten Drittel. Bis dahin. Mark Heatley ist bei uns. Schön, dich zu sehen, Mark. Das sieht gut aus für euch. Zwei Tore liegt hier in Front. Haltet ihr die Geschwindigkeit im letzten Drittel durch? Ja, wir mussten versuchen. 2-0 gegen Halle ist immer gut. Und wir sind so auswärts. So, wir mussten nur so weitergehen und einfach spielen. Und hoffentlich bleibt es so. Ich soll dir zum Abschluss noch ganz fix liebe Grüße bestellen von Zlatan Gündoğan. In der zweiten Mannschaft der Saale Bulls ist immer ein Platz und ein Bier frei. Kommst du? Ja, klar. Er ist mein ehemaliger Mannschaftskamerad. So, ich war kurz bei ihm so mit der 1B. Hat viel Spaß gemacht. So, schöne Grüße auch. Und ich habe seine Werbung gesehen, auch mit dem Hund. So, habe selber einen Hund. So, ist gut. Sehr gut. Gute Pause. Danke. Vielen Dank. Ciao. Drittes Drittel. Mission ist klar. Spielstand hat sich nicht verändert. Die Duisburger Gäste führen 2-0 aus ihrer Sicht gegen Halle. Und ja, so wie Duisburg heute spielt, das wird ein ganz hartes Stück Arbeit. Über was sprechen wir hier? Ein schnelles Tor, hätte ich fast gesagt. Tada! Da ist es. Ja, jetzt haben wir... Und da müssen auch die Duisburger sagen, das war jetzt nicht unverdient. War vielleicht nicht die aller gefährlichste Toraktion, aber es ist dann manchmal die Summe. Wir hatten kein Tor. Da kann es sicherlich nur Torraumabseits geben oder Behinderung des Torhüters. Der Schiedsrichter hat sich schnell entschieden. Hier gibt es den ersten Schuss. Hier wird der Torwart behindert. Ja. So hart das ist, nach dem Replay
Hier ist eindeutig der Kontakt in den Torhüter. Er kann nicht mehr sich klar bewegen. War gerade ziemlich deutlich und schnell auch hier der Hauptschiedsrichter. Also kein Tor. Ja. Wegen Torhüterbehinderung. Ich hätte es ja dem Team gegönnt, den Fans gegönnt. Aber man möge froh sein auf hallischer Seite, dass keine Strafe ausgesprochen ja, wird. Ja, Strafe wäre zu hart, weil das war jetzt eine Aktion aus dem Spiel. Da gibt es ja auch keinen Foul, da ist Geschwindigkeit da. War kein direkter Angriff auf den Torhüter. Also eine Strafe hätte ich jetzt gesagt, boah, wo kommt die her? Aber ja, dass das Tor nicht gegeben wird, korrekt. Leider korrekt. Leider korrekt, ja. Aber ganz klar gesehen von Jens Steinicke war es, glaube ich, der es sofort angezeigt hat. Ja. Alle versucht, die Scheibe drin zu behalten. Duisburg macht's gut, schießt nicht unnütz aufs Tor, macht kein Icing. Also Duisburg heute wirklich mit einem super taktisch disziplinierten Spiel. Schütt hält die Scheibe gut drin, die war nicht einfach. Hier fehlt die Unterstützung. Und jetzt gibt's die Scheibe zum Empty-Net-Goal. Ohne vorwegzugreifen, denke ich, wir können jetzt schon bei 24 Sekunden in der Uhr 3:1 Glückwünsche nach Duisburg schicken. Und die sind ernst gemeint, die sind verdient. Und alleine, wenn man die letzte Aktion sieht, wie routiniert und schön man ohne ein Icing dann noch das Empty-Net-Goal erzielt. Da hat der Pass gepasst. Auch die Szene vorher war wichtig, dass Duisburg nicht auf Icing spielt, dass nicht auf Tore geschossen wird, sondern die Scheibe Mitteldrittel trotz Überzahl gegen einen drin behalten wird und man ruhig das Ding noch runterspielt. Ein paar Minuten Ruhe im Stream, ihr seht die Highlights und dann gibt es live das Pressegespräch hier aus Halle an der Saale. Die beiden Trainer dann im Kurzinterview in ein paar Minuten nach dem Spiel. Bis gleich. Herzlichen Glückwunsch an Duisburg. Danke für dieses schöne Spiel. Auch an unsere Jungs. Spielt weiter so, dann sind die Playoffs gar nicht in Gefahr. Da lege ich mich fest. Nach so einem Spiel kein Grund für hängende Köpfe. Am Freitag 3 Punkte geholt. Heute ein super Spiel gemacht. Herzlichen Glückwunsch, wie gesagt, an die Füchse. Wir hören uns zum nächsten Heimspiel und freuen uns auf mehr gutes Eishockey. Bis dahin, schönen Abend noch. Tschüss.